So, haben wir den wieder so beim Garten-Gysi. Was machen wir heute? Wir hören am Hund dazu, wie er Katzenfutter klaut. Nein, es geht um das hier. Wir haben heute Johanni. Der letzte Tag, wo man ohne zu sterben Rhabarber essen darf. Nein, Freunde, so ist es natürlich nicht. Man kann danach den schon auch noch essen, soll es dann aber nicht mehr, wegen der Oxalsäure. Und da sie jetzt schon genug Kuchen und Säfte und alles Mögliche aus Rhabarber gegessen hat, zeigt euch die Mama heute, was ihr sonst schon draus machen könnt. Mami! Hallo, bin schon da, grüß euch. So, lala. Und letzter Tag, was machen wir heute noch, nachdem das jetzt wirklich alle schon Kuchen und alles durchgegessen haben vom Rhabarber? Ich esse wahnsinnig gern Obstsülzen. Okay. Und da habe ich nämlich neulich eine gemacht, der Rhabarbersülze. Da steht er da, sagt er, Mama, was hast du denn da? Lass mich mal probieren. Oh, das ist ja lecker. Okay, gut, passt. Ja, und wenn es lecker ist, müssen wir es natürlich euch zeigen. Und da ich das nicht kann, bin ich heute wieder bloß wunderschönes Beiwerk. Ja, das ist ja so. Und Mutter zeigt euch das. Das ist eine Hauruck-Aktion, das geht gleich. Und vorhin gleich noch, also wenn der Rhabarber, den könnt ihr auch morgen noch abschneiden. Schälen, ja. Eingefrieren und dann anschließend benutzen. Wie gesagt, der Hintergedanke, wieso dass man sagt, nach Johanni nicht mehr, das ist, weil er irgendwann anfängt, mehr Oxalsäure einzulagern und das dann irgendwann mal ein bisschen ins Ungesunde reingeht. Aber genau. Ihr werdet jetzt nicht davon sterben. Nein, das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Einen habe ich so geschält. Wie viel braucht man jetzt für das, was du da vorhast? Ich habe jetzt einfach mal 3 Stängel mitgenommen und den Rest frieren wir ein, weil wir haben noch massig draußen. Weil da kannst du es dann im Winter für einen Kuchen hernehmen oder ach, was auch immer. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so der Kuchenfanatiker, aber Obstsülzen mag ich absolut gern. Das ist sowas Erfrischendes, einfach lecker. Veto. Friert es nicht ein. Lasst eurem Rhabarber in Frieden. Esst so viel Rhabarber, solange Rhabarberzeit ist und danach lasst es in Frieden. Der zieht sich wieder zurück in sein, quasi in sein Wurzelwerk und alles. Und hat die Energie dann fürs nächste Jahr wieder. Wenn dein Rhabarber überbeerntet ist, dann wird er im nächsten Jahr nicht mehr so toll. Ich tue nicht überbeernten, aber ein Bäckle. Ja, ein Bäckle ist okay. Das genehmige ich mir jedes Jahr. Lauser. Gut, also du schälst jetzt hier. Genau. Was brauchen wir sonst noch, damit es nicht zu langweilig wird? Wir brauchen Erdbeeren oder Bananen, passen auch super gut rein. Oder ihr könnt es auch total ohne machen. Manche machen jetzt auch... Ohne Rhabarber. Nein, ohne. Mei, Gysi, du bist ja lauser. Echt. Ich habe es verstanden. Ja. Kameramann, hast du es verstanden? Ja, viel Spaß. Gut. Er liebt halt seine Mama so, gell, dass er sie ab und zu mal ein bisschen necken muss. Ja, es muss sein. Aber das ist im gegenseitigen Einvernehmen. Okay, so. Was müssen wir jetzt noch machen? Das ist der Kleinschnipfel, oder? Das kommt jetzt gleich in einen Topf rein. Also wir brauchen eigentlich jeder mal einen Brettler. Soll ich auch was schneiden? Wenn du magst. Ich frag, ob ich mag. Wenn du magst, kann ich. Viele Hände, schnelles Ende, sagt man immer, gell? Ja. Okay, dann schnipfeln wir das jetzt schnell und dann geht's weiter. So, gut, also Mutter geschnitten haben wir. Was passiert jetzt? Jetzt machen wir ein ganz kleines bisschen Wasser nehmen, damit es uns nicht abbrennt. Gut. Das heißt, du willst dann damit weiter was machen? Ja. Das wird jetzt praktisch wie ein Kompott gekocht. Schauen wir mal. Aber nicht zu Mousse, sondern so ein bisschen halt, oder? Ein bisschen, ja. Schon hat die so ein bisschen Wasser rein. Okay. Kommt auf den Ofen. Ein Deckeli drauf. Dass es schneller geht. So. Gut. Wenn das dann gekocht ist, dann machen wir weiter. Das dauert. Ein paar Minuten. Okay. Ja. Das sind die Erdbeeren, die was es sonst noch gibt, oder? Genau, die habe ich so geschnitten und ein bisschen Zucker drauf gemacht. Was heißt Zucker? Birkenzucker. Ich esse halt gern Birkenzucker. Aber ihr könnt es genauso gut an normalen Zucker nehmen. Wieso Birkenzucker? Hat weniger Kalorien und ich mag ihn lieber. Ah, okay. Gut, haben wir wieder was dazugelernt, gell? Mutter schaut aus ihre Figur. Also müssen wir jetzt warten, bis das da, oder können wir das da gleich vorbereiten? Wir können die Erdbeeren reinschichten, wenn du meinst. Ja. Was wir gemacht haben, haben wir gemacht, gell? Ja. Siehst du halt bei mir mal. Löffeli, Löffeli. Du weißt, dass ich Romicup spielen gehe, deshalb bis jetzt. Das ist ein Hintergedanke. Sie hat kaum Zeit. Und ich denke mal, wir können doch jetzt da nicht einfach das irgendwie so die Zeit vergehen lassen. Du könntest dabei erzählen, was man sonst noch so braucht. Du brauchst also ein geeignetes Gefäß vermutlich, oder? Genau, das könntest du aber genauso gut auch gleich in Nachtischschüsseln zum Beispiel füllen.
wunderbarer Nachtisch. Hast du es gleich direkt portioniert? Ja, genau. Und ich schneide es mir halt dann immer so in so Stückchen runter. Also das Gefäß ist eigentlich total egal. Aber wie gesagt, wenn man es macht für jemanden, wenn Besuch kommt, für Nachtisch oder sowas, dann doch gleich rein. Und anschließend, wer Sahne mag, mit Sahne dekorieren, wenn es durchzogen ist, wenn es fest ist. Ein paar Schokoladensplitterchen drauf, schaut hervorragend aus, schmeckt gut, bloß ich esse halt keine Sahne. Ich finde aber, dass das auch so im Großen noch schön ausschaut, wenn man es so portionsweise runterschneiden kann. Schön. Und wie gesagt, was da auch hervorragend dazu passt, das ist Banane. Also Banane ist auch so ein, das brauche ich jetzt nicht mitkochen, das ist ja blödsinnig. Hm. Wenn die Gelatine dann drauf ist, dann ist es ja auch luftdicht verpackt. Deshalb, ja genau. Du bist jetzt dann halt noch perfekt zum Romicup spielen, glaubst du, das geht noch? Was meinst du, ich bin schon ganz heiß. Ich habe am Wochenende gespielt und habe zweimal verloren und das geht gar nicht. Okay. Ich habe einen Ehrgeiz. Mutter hat ein Glücksspielproblem. Quatsch. Jetzt können wir mal drüber reden. Nur Romiker, versichtig. Rentnerbeschäftigung. Ja, genau. So, gut. Alles klar. Das andere genau, muss ich kochen. Wie gesagt, ich mache die Erdbeeren unten rein, nicht oben drauf, damit die auch wirklich schön dicht zu sind. Mhm. Ach komm, die anderen, die schmeißen wir jetzt auch noch drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du geschockt hast, den Rest musst du auch noch drauf haben. Ja. Das ist echt schade drum. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Gelatine und Zucker. Und wenn halt jemand irgendwie ein Aroma will, aber ich finde, die Erdbeere und der Rhabarber, die haben ein Aroma. Ja, die haben Aroma. Brauchst nicht nochmal irgendwo was rein. Okay, gut. Wir warten, bis die Rhabarber so weit kocht ist, oder? Yep. Dann geht's weiter. Okay, fangen wir nochmal an. So, okay. Ich weiß ganz genau, was der Kameramann heute noch mit reinschneidet. Ja, ich auch. Es ist soweit. Der Rhabarber ist soweit, oder Mama? Ja, so ziemlich. Also wie ganz, geht's weiter? So ganz ist er noch nicht, aber... Also jetzt müsst ihr Zucker nicht machen. Also keine Ahnung, wie süß haben möchte. Ich brauch's nicht so süß. Einfach ausprobieren jetzt ein bisschen. Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, genau. Einfach mal ein bisschen probieren. Weil Rhabarber ist schon sauer, also muss man schon sagen. Ja gut, ich meine, ihr könnt es ja im Endeffekt, ihr tut es halt ein bisschen Zucker rein, rührt es einem mal um, probiert es, ob es euch süß genug ist. Genau. Und dann setzt ihr halt nach. Mutter nimmt jetzt da Stevia, oder? Nee, das ist bloß die Stevia-Dose, ist Birkenzucker. Ist Birkenzucker, okay, alles klar. Gut, was machst du jetzt? Nochmal einen Zucker rein. Ist nett, wenn man hier so zuschauen kann, gell? Es wäre nett, wenn du es so zeigen würdest, dass es die Leute das auch sehen. Ich kann nicht einen Topf, kann nicht einen Ofen mit dann noch nehmen. Kameramann, da musst du herkommen. Ja, rentiert sich, glaube ich, nicht mehr. Nee, Quatsch. Also ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk. Das kriegt man hin. Mhm. Gut, da kommt noch einmal ein bisschen was rein. Dann, also ich mache das normalerweise nach Gefühl. Aber ich weiß, das haut nicht hin, wenn jemand mit Gelatine noch nichts gemacht hat oder sowas, dann ist das ein bisschen blöd. Nee, Gelatine kann am Anfang ein bisschen schwierig sein. Die können schwierig sein. Also messt jetzt einfach diese heiße Angelegenheit. Wird jetzt einfach mal abgemessen. So, jetzt kommt da alles rein. Yep. Das ist jetzt ein ganzer Liter. Mhm. Dann kommt es wieder logischerweise in den Topf zurück. Noch mal ein bisschen Zucker rein, weil sonst kriegt mein Sohn immer einen Vogel, wenn er das essen muss. Wieso? Ich mag es auch nicht süß. Ja, aber du kannst mal probieren. Dann weißt du, warum. Okay, ich nehme jetzt da die lösliche. Ihr könnt aber genauso gut Blattgelatine nehmen. Macht es einfach wirklich so, wie es drauf steht. Und zwar ist das jetzt für 500 Milliliter Flüssigkeit ist ein Päckchen. Ich habe jetzt einen Liter. Es ist aber beim Rhabarber definitiv zu wenig. Mach nur Zucker rein. Es ist beim Rhabarber definitiv zu wenig. Also die zwei wären jetzt für einen Liter. Mhm. Aber das haut bei dem nicht hin. Durch die Säure geht einfach nicht. Braucht man mehr? Ich mache jetzt dann noch eins drauf. Okay. Also praktisch für 1,5 Liter und hoffe, dass es hier haut. Viel hilft viel. Viel. Da kennst du wahrscheinlich vielleicht sogar noch mal ein bisschen was rein. Mhm. Gut. Gut, dann brauchen wir Brett 3x6, 18 Löffel kaltes Wasser. Mhm.
Sie nimmt jetzt tatsächlich den Löffel, gell? Mhm. Ich hätte es da so Pi mal Daumen gesagt, das sind 18 Löffel. Man könnte es natürlich auch googeln. Wie viel Milliliter ist ein Teelöffel voll Wasser? Ihr könnt es mal bitte in die Kommentare unten schreiben, dann können wir es nämlich beim nächsten Mal ausrechnen, wie viel Wasser das noch brauchen. Okay, manchmal ist der Mutter auch ordentlich. Ah, okay. Ja. Ja, es stimmt schon bei Gelatine, man muss ein bisschen genau arbeiten. Ja, die hat sonst Schorklick. So, und die. Die hat sonst Schorklick, meint, es könnte eventuell nicht gelingen. Genau. Schön gesagt. Brav, Kind. Gut. Alles klar, 10 Minuten ziehen lassen, quellen lassen. Gut, dann lassen wir quellen und danach sehen wir uns wieder. Ja. So, gut, also es hat ein gewisses Maß an Festigkeit angenommen. Es hat gequollen, genau. Ja, sieht man das? Ja. Ja. Gut, danke. Ich würde gerne, wenn wir jetzt davor haben, ich hätte ja gerne mal so einen Test gemacht, weißt du, ob man so über den Kopf halten kann. Das machen wir jetzt nicht. Wie geht's weiter? Das kommt jetzt. Nach Packungsanweisung müsst ihr das machen. Entweder das in kalte oder umgekehrt. Einfach lesen. Also lesen. Das kommt jetzt ins Warme rein. Wie machst das du jetzt ins Warme? Das kommt ins Warme rein, ja. Nach Packungsanweisung. Ich, ja. Ich sage ja, ich folge ab und zu. Ab und an. So, und das ist natürlich schön verrühren, gell? Bis das aufgelöst sich hat. Seht ihr, da ist jetzt noch ein schöner Brocken drinnen. So darf es natürlich nicht bleiben. Es darf wirklich kein Brösel mehr fest sein. Man muss das schon... Bis es sich ordentlich gelöst hat. Ordnungsgemäß, da haben wir noch einen Section. Da ist noch ein großer. Also das muss wirklich alles schön gelöst sein. Die Gelatine muss vorquellen, man kann das nicht einfach da reinkippen. Nein, das geht nicht. Die Gelatine muss immer quellen. Und wenn ihr eine Blattgelatine habt, dann wird die einfach ins Wasser reingelegt und dann muss man sie ausdrücken mit der Hand. Okay. Gut. Okay, schaut gut aus. Jetzt brauchen wir, da haben wir schnell ein Brettler rausgesehen. So, kleines Klang, da ein bisschen was zum Unten. Ja, das ist ein bisschen Nachstelle. Ja. Ein Töpflöffel lieber haben wir noch. Weil das gibt jetzt nicht einfach so rein, weil sonst schwimmt ja dieses ganze Erdbeerzeug wieder nach oben, wenn es halt so platsch macht. Das wäre jetzt meine Version gewesen, wenn die Leute gerade fragen, warum lassen wir es halt einfach draufkippen. Nein, weil wir wollen ja haben, dass die Erdbeere unten bleibt. Ja gut, ich bin nicht so der Ästhet bei der ganzen Sache. Ich Und so bleiben die halt hier unter drin. Ich denke mal halt einfach immer, das muss im Magen, naja, wie es Nein, es geht ja nur darum, dass die Erdbeere nicht unbedingt gerade oben sein soll, damit sie nicht zum Schimmel anfängt. Wie gerade deinen perfektionierten Luftabschluss, den was du hier bilden willst. Genau. Ah, okay. Also sonst hätte ich die Erdbeere ja oben drauflegen können, aber das ist halt nicht so der Burner. Ja, von der Alten kann man was lernen, gell? Das hast du jetzt aber schön gesagt, Sohn. Ach, bist halt einfach ein Schatz. Auch alles wieder gut gemacht. Ja, aber abgesehen davon, es stimmt, also sollte man sich eigentlich zu Herzen nehmen, nicht nur die Älteren haben andauernd recht, sondern auch die Jüngeren. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Kombi, wenn man das macht. Ja, der Gysi hat viele Ideen und man darf nicht immer bloß sagen, das hat man immer so gemacht, das bleibt so, das ist ein Schmarrer. Man muss sich darauf einlassen. Und bei uns funktioniert das eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ganz gut, genau. Also im Prinzip habe ich recht. Da lobt man Ohr mal, gell? Und was ist dann? Ja, nett, dass es hochkommt, die ganze Geschichte. Ja gut, also eigentlich im Endeffekt fertig, kalt werden lassen, oder? Ja, genau. Wie lang? Oh, das spannt sich schon, wenn es fest ist. Ein paar Stunden braucht es schon. Ein paar Stunden braucht es schon. Okay. Aber jetzt nicht gleich so in den Kühlschrank reinstellen, sondern weil dann ist der Kühlschrank bei Zimmertemperatur. Und wenn ihr es schön kalt haben wollt,
wie eine Nachspeise oder sowas, wenn man sieht, okay, es wird fest, dann kann man das in den Kühlschrank reinstellen und dann ist es, gerade wenn es so warm ist, ein wunderbar erfrischendes Essen. Hervorragend. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Kanal, liken, teilen, abonnieren vergessen. Ciao, sagt der Gartengisi. Und die Mama.